Ja, wunderschönen guten Tag, wir sind zurück in War Thunder. Heute geht's mal klassisch in die Reihe, nämlich mit dem T430, Baureihe von 1940, der Russen. Ein ganz, ganz tolles Fahrzeug und den wollen wir uns natürlich genau angucken. Wo finden wir dieses Fahrzeug? Natürlich im russischen Forschungsbaum und jetzt muss ich ihn selber suchen, genau da ist er versteckt. Und auf Rang 3.3 ist er da angesiedelt und ich muss sagen, das ist schon ganz nett, soweit, so gut, genau. Es gibt ihn in unzähligen Varianten und so weiter und so fort. Ihr seht dann, also ihr vom 3.3, ne, von Rang 2 bis Rang 4 begleitet er euch, ne, bis 5.7. Also ich kenne wenige Panzer, man kann ihn sogar noch als Premium-Fahrzeug dann bis 6.7 hochfahren in den verschiedenen Varianten. Ich kenne wenig Fahrzeuge, die einen über so viele Ränge und so viele BRs dann begleiten in War Thunder. Also das ist schon wirklich ziemlich cool, das muss man einfach sagen. Genau, wir fangen ganz vorne an, weil er da noch seine größten Stärken hat, muss man einfach so sagen. Der T-34 ist natürlich von der Bauart her, also es war mit einer der meistproduziertesten Panzer oder der meistproduzierte Panzer im Zweiten Weltkrieg und einer der meistproduziertesten Panzer überhaupt. Teilweise sogar noch irgendwo im Einsatz. Nicht in dieser Variante, aber in den späteren Varianten T-34, 85 zum Beispiel. Der recht einfache Bauweise dabei, teilweise zum Anfang gar keine Funkgeräte und so ein Zeugs, also da fehlte ein bisschen was. Aber dadurch, dass er halt von der Bauart so überlegen bei den deutschen Fahrzeugen, haben die Deutschen einfach gesagt, okay, wir kopieren das Ganze und dementsprechend sieht der Panther halt aus, wie der Panther aussieht. Aber das dazu. Das Fahrzeug selber, also vier Leute sind da drin, ist ganz witzig und ja, man hat hier diese Kraftstofftanks an den Seiten. Das ist gegenüber der Crew nicht ganz nett, wenn man da mal ganz ehrlich ist. Weil das ja, brennt natürlich dann unheimlich. War Thunder selber war früher noch ein bisschen extremer, hatte das hier immer so als ja, Kugelfang ausgelegt. Das war ganz witzig. Dann hat man da reingeschossen. Der Panzer brannte zwar, aber es ist irgendwie nichts passiert. Er dreht sich und hat euch dann abgeschossen. Das war dann ganz witzig eigentlich, wenn man den T-34 gefahren hatte. Das dazu, genau. 500 PS bietet der ganze Motor. Ist in Ordnung, reicht. Also ist jetzt hier kein Geschwindigkeitswunder, aber das ist vollkommen ausreichend. Und wir haben hier natürlich nochmal die schöne Panzerung. Und ihr seht, 45 mm und dann so angewinkelt auf 3,3 ist das wirklich Wahnsinn, sage ich euch. Da müsst ihr wirklich vor wenigen Panzern Halt machen. Panzer 4 mit der langen Kanone, das ist euer Hauptgegner, sage ich mal. Da müsst ihr wirklich ein bisschen drauf aufpassen. Ansonsten ist das wirklich sehr, sehr cool. Der Turm selber ist auch eine Schwachstelle, weil der halt auch nur 45 mm Panzerung hat. Und ihr seht das hier, wenn ich jetzt drauf bin, dann ist es wirklich 45 mm effektive Panzerung. Sobald er hier ein bisschen nach oben geht, wird es dann automatisch mehr, ne? Also dann, aber wenn man hier, also wenn ich einen T-34 sehe, dann einfach links oder rechts von der Kanone reinschießen. In der Regel funktioniert das sehr gut. Ist eigentlich bei ja, vielen russischen Fahrzeugen, weil die haben unheimlich gute Wannen haben. Die sind halt deutlich steiler als bei deutschen Fahrzeugen, die IS-6 zum Beispiel oder sowas, immer links oder rechts neben den Turm reinschießen. Ne? Und das zieht sich dann halt so durch. Ist natürlich auf eine große Distanz schwer zu treffen, muss man auch sagen, weil die Wanne natürlich dominiert. Ne? Das muss man auch sagen. Wobei der Turm natürlich immer rausgucken muss, wenn er euch dann treffen will. Genau. Selbst die Seiten, ihr seht überall, das ist angewinkelt vom Feinsten und das hat wirklich, ja, das haben die Russen damals schon echt gut gemacht. Das muss man einfach so sagen. Was sie nicht so gut gemacht haben, ist die Kanone. Was heißt die? Nicht so gut. Mein Gott, das ist natürlich das erste Modell davon, müssen wir sehen. Wir haben ja 78 mm Durchschlag auf, oder 76 mm auf 100 Meter. Das reicht aber in der Regel für alles, was hier auf dem Tier da begegnet. Man muss bedenken, eine Sprengstoffmasse von 150 Gramm, das ist echt viel. Da können zum Beispiel ein Panzer 4F2 nicht mithalten. Ne? Also der hat deutlich weniger. Wir können ja mal einen ganz kleinen Ausblick darauf werfen. Ne, Raketen wollen wir uns jetzt nicht angucken. Wo ist er? Panzer 4F2. Modifikationen. Hier ist die Panzergranate. Ne? 28 Gramm. 28,9, wir wollen ja ganz genau sein. Ne? Dementsprechend ist natürlich hier diese Granate deutlich tödlicher. Und ja, wenn sie denn durchschlägt, das muss man auch sagen dann dabei. Ansonsten, ja, ist es halt einfach ein ziemlich guter Panzer, wie ich finde. Genau. Ich habe extra so ein komisches Matchmaking zusammengebaut, damit der Panzer High Tier ist. Ich habe mir dann einen Ersatzgutschein geholt und dann gucken wir mal, was wir dann sonst noch haben. Ich glaube, das Ding habe ich, ja, wie sieht dafür oft gespielt. Komme ich überhaupt nicht mit zurecht. War auch irgendwie erst später eingeführt worden, da war ich schon bei dem Baum vorbei. Naja, mal gucken. T80, ja, auch nicht so wirklich, ne? Die CIS, die ist gut. Die CIS 30 ist wirklich super. Die 28 ist ja auch in Ordnung, sagen wir es mal so. Hat natürlich hier 100.000 Türme drauf und so weiter. Ja, muss man halt sehen. Die I-29, ein super Flugzeug, finde ich zumindest. Gab es mal als Event und macht echt viel Spaß. Also, das ist echt krass. Die 20 mm der Russen sind da ja wie so ein Lasergewehr, sage ich mal. Das ist wirklich übel. Genau. Aber es geht primär um den T-34 und den versuche ich euch mal zu zeigen. In diesem Sinne sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Bis gleich.
Osteuropa ist es. Ich bin eben nicht so ganz auf die Munition eingegangen. Wir nehmen die Munition mit 76 mm und dann gibt es halt noch diese hier mit den Wuchtgeschossen 91 hatten sie jetzt, glaube ich. Das war ein bisschen zu schnell, genau. Also wenn es mal ein ganz bisschen mehr braucht, dann sind wir da auf jeden Fall gut dabei. Hier ist schon ein Nachfolger, ne? Version 42. Zu erkennen hinter diesen Kisten da drauf. R3, das Ding fährt natürlich außer Konkurrenz, weil der halt, ja, ein bisschen krasser ist als wir. Wir sehen, wir ziehen hier gut an dem vorbei. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der. Jetzt fahren wir gegen den Baum gehen, da wird er uns. Oh. Ja, was an der Mechanik, ne? Das ist echt schon krass. So, wir hauen direkt Artillerie drauf. Ist natürlich, sowas ist echt arschig, was der macht. Der raubt uns quasi den Cap hier. Beide rauben uns den Cap. Die hätten nämlich einfach weiterfahren können, aber egal. Ne? Ist halt irgendwie, ja, sie tun sich, also uns keinen Gefallen im Team und ja, egal. Und es kommt ein Sherman, den Sherman, der. Ich kann gerne Platz machen, aber du darfst mich nicht abdrängen. So. Wir spielen gegen Deutsche, Amis und Franzosen. Das ist auch so eine Mischung, ne? Die braucht man auch nicht. So, ich fahre mal hier rüber. Artillerie, okay. Da hinten war gerade was. Ah, da hinten ist auch was. Leider nicht getroffen. Ist ja nicht schlimm. Wir wissen auf jeden Fall, dass einer da ist. Er weiß auch, dass wir da sind. Eieiei, Kollege. Mal ganz schön verstecken hier. Ein Stückchen drüber, okay, ein bisschen tiefer. Nachladerate ist auch in Ordnung, muss man auch sagen. Okay, der. Ah, wenigstens getroffen, aber leider nicht genug. Okay. Jedenfalls erstmal eingeschossen, das ist ja auch schon was viel wert. Dann bleibt dahinter, das ist in Ordnung, soll er machen. Ich fahre ein Stückchen zurück. Rückwärtsgang ist nicht so gut, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber wir versuchen da trotzdem unser Bestes hier. Da ist was, dann auch mit der Artillerie drauf. Wenn ihr das möchtet, machen wir das alles. In der Hoffnung, dass wir vielleicht hier noch einen Cap bekommen. Oh, wir holen den dann mal, das ist gut. Okay. Okay, ja, wir. Smoke, das ist noch viel, viel besser für uns hier. Nehmen, was ist hier vor uns? Ich sehe gar nichts, das ist auch gut. Oh mein Gott, man sieht aber wirklich gar nichts jetzt hier. Sehr ärgerlich. Okay, den hat es verbrannt, das ist gut. Das war ein F2. Ach Mann, ey. Smoke, Smoke, Smoke. Müsste ja gleich mal weggehen, ne? Da vorne ist auf jeden Fall was. Wir bleiben mal hier. Ach, schon wieder Smoke. Ich kann die Scheiße nicht mehr sehen. Okay. Okay, da war irgendwas aus der Luft, was uns da. Ah, das war jetzt mal. Oh, wir lassen mal hier. Wir schieben mal einen schönen Gruß rüber. Okay, in der Hoffnung, dass wir wieder repariert werden. Leider werden wir von links hier eingenommen. Da oben auf dem Berg. Egal, wir bleiben hier. Sofern nämlich gleich der Typ da ist, dann können wir wieder schießen. Okay, da kommt unsere Luftartillerie. Oder Luftartillerie, ne? Luftabwehr. Aber hat man gerade gut die Überlebensfähigkeit von diesem Fahrzeug gesehen? Einfach genial. So, jetzt sind wir gleich wieder da, wo wir hingehören. Nämlich einsatzbereit. So, weiter geht's. Schnell wegfahren, damit ich da nicht mehr auf den Berg bin. Was siehst du denn hier? So.
Das war die Panzerung vom T-34. Der Puma hat eigentlich eine ganz gute Kanone. Aber in dem Fall nicht ausreichend. Okay. Da ist was, hast du? Dann versuchen wir doch mal, den Bösewicht da vorne rauszunehmen. Aber ihr seht, ist da gar nichts. So, neutrale Steuerung können die Russen nicht so gut. Das muss man auch bedenken. Hier war was, da war was. Sind immer sehr spaßige Runden, finde ich zumindest. Okay. Was haben wir uns da gerade abknallt? Oh, Gott. Wunderbar, das war ein Panzer 4 F2. Ein wirklich sehr gefährlicher Gegner. Aber ihr habt gesehen, man kann den halt knacken, weil die Panzerung von ihm halt, die ist genauso oder ähnlich dick wie unsere, aber halt null angewinkelt. Da waren die Deutschen halt damals nicht ganz so weit vorne. Das mussten die erst lernen. So. Gucken, ob wir einmal um die Ecke gucken können. Ganz vorsichtig. Ah, sieht auch gut aus. Vorne ist was, hast du? Hoffe ich jetzt mal, dass die anderen darauf zugreifen werden, weil, ganz ehrlich, das muss ich jetzt mir nicht antun. Ich fahre mal hier ganz schnell einen weiter. So. Okay, Flugzeug geht zurück. Finde ich immer gut, wenn man sowas ansagt. Das geht sehr schnell und es hilft immer, weil ich weiß jetzt ungefähr, dass sie... Oh, jetzt knallt. Okay, er hat eine schnell schießende Kanone. Aber, ja, Mist. Okay, nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Wir winkeln uns hier schön an. Ah, ein Panzer 4F2. Der hat es natürlich leicht mit uns. Aber wir gucken uns natürlich an, wie er uns geknackt hat. Denke ich mal, ein Turm, wenn er schlau ist. Ah, eine Seite. Oh. Ach, genau die Luke getroffen. Okay, weil ich hörte gerade meinen, okay, wenn der da so schwer, so schräg steht, dann muss er wirklich extrem Glück haben, um uns zu knacken. Wir haben aber noch einen Ersatzgutschein. Das war wirklich ärgerlich. Also das ist sehr schade, sowas. Aber egal, nicht schlimm. Wir sind hier trotzdem, glaube ich, ganz gut dabei. Jetzt muss man immer aufpassen. Ich mache es jetzt immer oft so, dass man dann immer zu schnell vorfährt. Und das ist natürlich auch nicht so gut. Das ist natürlich der 8-8er-Truck fährt mit, ne? Der macht uns natürlich auch, ja, der macht klein aus, sonst machen wir uns nichts vor. Das ist natürlich ein super Panzer. Ich glaube, da war der irgendwo. Ich hau einfach mal Artillerie drauf. M24 fährt er immer noch auf der anderen Seite. Den hatten wir eben einmal getroffen. Aber der M24 hat eine Kanone, die uns... Ja, die kann uns knacken, wegen dem Turm halt. Aber es ist halt... es ist schwer für ihn. Weil er halt auch nicht so den Mega-Durchschlag hat. Ist aber nicht schlimm. So, ah, der 8-8er-Truck räumt auf hier. Aber ich glaube, so wie es aussieht, sind wir hier auf jeden Fall ganz gut dabei. Und wenn unsere Luftunterstützung wieder da ist, haben wir da natürlich vielleicht sogar den einen oder anderen Vorteil, weil der 8-8er-Truck selber ist natürlich ein leichtes Ziel aus der Luft, wie ich zumindest finde. Gehen wir uns mal ganz langsam mit Tempomat hier rein, die erste Stufe davon. Ja, der ist er, ne? Oh, fuck. Ja, aber sowas von ist er da. Ich habe ihn gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen verbaselt, den Schuss. Was heißt ein bisschen viel. Aber ist nicht schlimm. Wir haben ja hier wieder... Überlebensfähigkeit haben wir auch. Wir haben gesehen, jetzt der Turm, ne? Vollen Treffer in Turm. Sprenggranate vom, von der 8-8ern ist natürlich super, keine Frage. Aber... Das absorbiert dann auch. Ne? Dadurch, dass die beiden wirklich schön da vorne sitzen, ist es echt schwer. Keine Munition im Turm ist auch immer gut. Ne? Also das dazu. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den knacken können. Der steht da natürlich extrem gut. Keine Frage. Und der hat einfach eine Kanone, die sowas von genial ist. Ah, ich glaube, er steht auch noch. Wir gucken mal hier ganz vorsichtig um die Ecke. Vielleicht ist er da ja nicht. Doch, da ist er. Da hinten ist er. Da fuhr er gerade lang. Okay, jetzt ist die Frage. Also wenn ihr den 8-8er-Truck habt oder dagegen spielt, dann immer sofort MG draufballern, wie bekloppt. Okay, wo ist er? Die holen sich C, ist das in Ordnung, sollen sie machen. Da gehen wir hinterher. Ich habe keine Ahnung, wo er steht, der Sack.
Ja, vielleicht kommt er ja nochmal raus. Er muss ja irgendwo rauskommen. Entweder kommt er links oder rechts raus. Berechtigte Frage. So. Wir flitzen einfach hoch. Oh, 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 oh. Okay, das war so nichts. Den ist voll. Ei, Marder! Oh, Marder, auch nicht schlecht. Marder ist echt gut. Hat auch eine starke Kanone. Ich hab ihn einfach. Ah, von der Seite. Ah, sehr ungünstig, sehr ungünstig. Aber egal, nicht schlimm. Trotzdem ein bisschen die Überlebensfähigkeit gezeigt. Wir wechseln mal ins Flugzeug, die I-29, weil leider Gottes haben wir den T-34 nicht mehr. Die erste Runde war deutlich besser als die zweite, aber so ist es halt mal. Wir haben eine Spitfire oben, das ist gut, und ich sehe erstmal nichts anderes. Wir wissen, dass es. Ah, das ist noch nicht gewonnen hier, ne? Also. Wobei, es sieht gut aus für uns, ne? Es sieht echt gut aus. Guck mal da. Die Spitfire hat schon was in Brand geschossen. Das ist natürlich super. Wir müssen aufpassen. Wirbelwind und Co. sind natürlich unten. Gut, dass die Spitfire vorfliegt, weil dann haben wir so ein bisschen so ein. Ja, jetzt holen die auch noch B. Hahaha, ich sag's euch, das ist noch nicht ganz durch. Eine Ente wurde abgeschossen, das ist gut. Die haben 1108 Tickets noch. Das ist zu viel. Aber egal, so. Zieh mal ein Stückchen wieder hoch. Am schönsten oder am liebsten wären wir jetzt ja, wenn wir da irgendwie so ein 8-8er-Truck sehen würden oder sowas. Der uns so ein bisschen ein schönes Ziel gibt. Da steht er. Oh. Ah, die kotzen natürlich richtig bei sowas, ne? Keine Frage. Aber ist dann halt so, ne? Ich kann es auch nicht ändern. Haben wir natürlich jetzt das Glück, dass wir dann die Luftüberlegenheit haben. Das muss ich mir nochmal raussuchen. Die ist zerstört, sehr schön. Ja, weiß man dann auch, warum das auf. Ich glaube 4-0 ist da mittlerweile, der 8-8er-Truck. Da sind wir raus, da war noch ein Flugzeug da oben. Ah, guck mal, hinter uns, der 109er. Nicht schlimm, nochmal Glück gehabt dabei. Ist dann auch mal eine Sache, ne? Man konzentriert sich so ein bisschen auf den Bodenkampf und dann auf einmal hat man ganz schnell einen an der 6 dran und dann, ja, ist ganz schnell Feierabend. Das muss man auch bedenken, genau. Ja, trotzdem, eine, wie ich finde, hat er natürlich richtig Punkte gegeben auf den IT-1, keine Frage. Da hat die Forschung, ja, ist natürlich auch nicht, obwohl es ein Premium-Fahrzeug ist. Es gibt natürlich ein bisschen Geld, ne? Muss man auch sagen. Es ist auch wirklich ein gutes Premium-Fahrzeug. Genau. Ja, 3 Bodenziele haben wir zerstört. 1 geht auf die I-29. Man hat gerade in der ersten Runde gesehen, aus kurzer Distanz, der Puma hat geschossen. Puma, echt gute Kanone. Aber halt, ja, T-34 hat halt eine echt gute Panzerung. Das gehört halt auch dazu dabei. Er sieht ein bisschen ranzig aus. Er sieht benutzt aus, sagen wir es mal so. Ne? Und das ist mal die Sache. Wir können ja nochmal die Schutzanalyse gerade einmal schauen, wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Deutschen da reingehen und dann nehmen wir den Sonder-Kfz und dann müsste es, ich hoffe mal, dass er diese Granate genommen hat. Ne? Ja, guckt euch das an. Ne? Hätte er einen Helm geschossen? Keine Chance, keine Chance. Ne? Hätte einen Helm geschossen, bam, weg. Jetzt ist mal eine Sache, die würde mich noch interessieren. Panzer, ne, also der hier geht durch, egal wo. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber der war ja im Winkel, mal ohne Scheiß. So. Und der hat, da hat er die blöde Luke getroffen. Der hat mich ganz unglücklich erwischt. Guckt euch das an. Da irgendwie da rein. Und dann da, ich kann es gar nicht nachstellen. So, jetzt aber. Guckt euch das an. Was für ein... Ah... Und der hätte, also meiner Meinung nach hätte er auf Nummer sicher gehen können, müssen, wie auch immer, und mir einfach hier, egal in was für einem Winkel, da einen Helm schießen können. Ne? Das wäre, also wenn es gewollt war, ja in Ordnung. Ja? Also Hut ab, keine Frage. Also ich weiß, dass manche Leute das echt drauf haben und können, aber ich würde mal meinen, es war etwas Glück dabei. Aber ist egal, sei es drum, das Glück war mit ihm und nicht mit mir in dem Fall. Trotzdem eine ganz bescheidene Runde mit dem T-34 von 1940. Wenn ihr gerade anfangt mit War Thunder oder ähnliches, dann freut euch drauf. Das ist wirklich verdammt gut. Das macht einfach nur Spaß. Auch die generell Load hier im russischen Forschungsbaum, das ist schon echt witzig. Das muss man dann schon sagen. Die haben BT-7 zum Beispiel, das ist richtige, habe ich die hasse, ne? Also es ist schon richtige Mistviecher dabei. Und der T-50, T-80 zum Beispiel, das sind auch richtig, richtig fiese Fahrzeuge. T-80 selber, ihr seht es halt an der Bauform schon, ne? Also auch so ein bisschen
angewinkelten dabei. Und die Kanonen sind natürlich deutlich schwächer dann. Das muss man dann auch sagen. Also das ist schon ganz nett. Und T34 macht halt eigentlich immer Spaß. Ne? Das ist bis zum T34 85 ist es einfach nur super. Auf 5,7 ist dieses Fahrzeug auch immer noch sehr, 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 sehr gut. Und ja, der DT ist deutlich schlechter als der normale, das muss man auch sagen. Man sieht das allein hier an der Nachladerate. Ne, 9,6 ist jetzt keine Crew drauf und 10,6, weil die haben nämlich eine Crewmember mehr, der T3485, der normale. DT ist natürlich mit der Kampfeinstufung auf 5,3 dann etwas besser eingesiedelt. Ne? Aber egal, sei es drum. Genau. Ja. Das ganze heilige Raffel und so weiter, das macht ja auch manchmal Spaß, keine Frage, aber man ist dann irgendwo an so einem Punkt angekommen, da spielt man echt eine Runde gerne mal ein bisschen Low-Tier oder Mid-Tier oder wie auch immer ihr das jetzt nennen wollt. Das macht wirklich sehr viel Spaß dabei, ne? Genau. Sehr viel Spaß macht auch momentan, einen kleinen Forschungsausblick sehen, die Kiste, die T18 B1 in der Form. Ich bin ja schon den Vorgänger, habe ich euch schon mal gezeigt davon, Luftwaffe, genau. Die normale B und die A, beide sehr gut. Und das Ding ist nochmal eine Ecke besser. Und weil es hat eine 20 mm Kanone und damit dann auf Bomberjagd zu gehen, wenn man Bomben abgeworfen hat, ist richtig übel. Wobei 20 mm mit 120 Schuss, wisst ihr selber, wie schnell das weg ist, ne, dann dabei. Ja, ich muss mal gucken. Ich wollte irgendwann mal auf das Ding gehen. Das holt mich so oft vom Himmel, da will man das haben. Kennt ihr vielleicht? Irgendwie hat man ja immer so einen Hassgegner. Und wenn ich gegen dieses Flugzeug fliege, gegen diese hier generell, dann ich denke, ich könnte immer kotzen im Strahl. Ne? Und dann hat man das selber und man kommt damit überhaupt nicht klar. Das ist dann auch mal sehr gut dabei. Ne? Genau, ansonsten passt es dann auch ganz gut. Franzosen habe ich jetzt auch so ein lustiges Flugzeug erforscht. Hier die dieses Gerät hier. So, sieht sehr witzig aus. So ein Doppelpropeller dran. Extrem krasse Bewaffnung. Ich glaube, der Nachfolger davon hat noch eine übere Bewaffnung. Der hat nämlich 4 20 mm und 6 Brownings noch dabei. Also ich glaube, mit einer der bestbewaffneten Flugzeuge im ganzen Spiel. Aber naja, egal, was soll's. Genau. Wunderbar. Aber heute ging es aber um den T-34, 1940er Version. Und ja, er macht halt einfach Spaß. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim vielleicht Nachspielen. Gucken wir mal. Könnt ihr mal schreiben, welcher T-34 euch am besten gefällt. Ich glaube, da wird, sofern man ihn besitzt, der T-34 ich weiß es nicht, ob er mir angezeigt wird. Weil es nämlich ein Premium-Fahrzeug ist, den ich so nicht kaufen kann, glaube ich. Der ist arschteuer im Shop. Also der kostet sowas von unverhältnismäßig viel Geld. Aber er hat halt so eine Schrottpanzerung. Das ist ein richtig mieses Viech. Da müsst ihr einfach mal im T35, was das für Fahrzeuge gibt. Ne? Da müsst ihr einfach mal im Wiki nachgucken, verlinke ich euch unten drunter. Eh immer zu empfehlen eigentlich. Also das Wiki von Warthunder, wiki.warthunder.com. Und das Ding ist wirklich gemein. Also das haut schon richtig rein. Genau, wunderbar. Also ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, es wird nicht ganz so kalt, wie alle Leute sagen. Da, wo ich wohne, soll es mit am beschissensten werden. Ich guck mal, wo das denn sein wird. Oder ob es da sein wird, sagen wir es mal so. In diesem Sinne, ja, bleibt gesund, haltet Abstand. Bis zum nächsten Mal bei War Thunder. Ciao, ciao.